heiße Elena, ich komme aus der Slowakei und habe die Botschaft des heiligen José María während meines Wirtschaftsstudiums in der Schweiz kennengelernt. Als ich später entdeckte, am Ende meines Studiums, dass ich den Alltag mit Gott zusammenleben kann, dass ich meine Arbeit ausüben kann und dass das Gebet sehr wichtig ist. Und als ich dann anfing zu arbeiten, habe ich gemerkt, es ist sehr schwierig zu vereinbaren, dass christliche Leben mit den anderen Sachen wie die Arbeit, die Familie, und musste mir innerlich irgendwie die Frage stellen, was ist für mich das Wichtigste. Als ich anfing zu arbeiten in der Unternehmungsberatung, wo die Tage sehr lange sind, musste ich dann irgendwann mal mit meinem Chef sprechen und sagen, schau, ich würde gerne irgendwann mal während des Tages in die Messe gehen, und habe gemerkt, dass er das auch sehr respektiert hat. Er hat es zwar nicht ganz verstanden, aber er hat es dann respektiert, hat es mir auch immer einfacher gemacht. In diesen schwierigen Momenten, wo ich eigentlich nach vorne kommen muss und sage, schau, Gott ist für mich wichtig und ich möchte ihm einen Platz geben, empfehle mich immer dem heiligen José María, damit er mir hilft, diesen schwierigen Momente, wo ich eigentlich ein bisschen riskiere, zu sagen, ich glaube, ich will. Und bis jetzt hat er mir da immer geholfen. Auch jetzt, wo ich weniger arbeiten wollte, um mehr Zeit für meine Familie zu haben, hat es eigentlich sehr gut geklappt. Und deswegen bin ich ihm sehr dankbar. Ich heiße Elena, ich komme aus der Slowakei und habe die Wirtschaft des heiligen José María während meines Wirtschaftsstudiums in der Schweiz kennengelernt. Für mich war es eine große Entdeckung, weil ich aus einem Land komme, wo wir unter Kommunismus gelebt haben und wir unseren Glauben nicht praktizieren konnten. Und ich habe jetzt gelernt, dank dem heiligen José María, dass ich meinen Glauben im Alltag leben kann, dass ich mein Gebet während des Tages, während meiner Arbeit machen kann und dass alles vereinbar ist, dass ich die Heilige Messe auch täglich besuchen kann und dies mit der Familie, mit allen meinen Aufgaben so zusammenpasst. Für mich war es schwierig, während meiner Kindheit meinen Glauben zu praktizieren, weil es uns nicht erlaubt war. Also wir waren katholisch, aber durften offiziell nicht in die Kirche gehen, durften nicht sagen, dass wir glauben und praktizieren. Und jetzt habe ich gemerkt, dass beide Sachen möglich sind. Ich kann sagen in meiner Arbeit, ich glaube, ich praktiziere, und die Leute kommen auch irgendwie damit zurecht.